Im DRI Heidelberg fand am 24. Mai 2017 die letzte Veranstaltung der von der Stadt Heidelberg und dem DRI initiierten Reihe Digitalität at Heidelberg statt. Professor Dr. Björn Börg, Direktor der Abteilung Medizinische Informationssysteme der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Heidelberg, referierte zum Thema »Warum ist Bürgerbeteiligung für das Gesundheitswesen entscheidend?« Er gab zunächst einen umfassenden Überblick über den aktuellen Ist-Stand des Gesundheitswesens in Deutschland vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine immer älter werdende Bevölkerung mit einer steigenden Zahl Pflegebedürftiger, Landärztemangel und Rettungsfahrzeuge, die nicht in der vorgegebenen Zeit zum Einsatzort kommen. Ein Lösungsansatz für diese Mängel ist das sogenannte Agnes-Konzept, bei dem qualifizierte Laien die Arbeit der Ärzte zur Überbrückung des Engpasses unterstützen. Mit der Digitalisierung bietet sich die Chance, diese und andere Defizite im Gesundheitswesen zu begegnen, zum Beispiel über das Ambient Assisted Living, einem digitalen Überwachungssystem, das die Wohnung und die menschlichen Vitalparameter aufzeichnet und diese Daten an ein telemedizinisches Servicezentrum sendet. Bei der digitalen Speicherung von Patientendaten kommt die Frage auf, wer mit welchen Rechten auf die Daten zugreifen darf und ob das informationelle Selbstbestimmungsrecht darüber gewährleistet ist. Eine mögliche Lösung bietet Professor Dr. Björn Börg. Er forscht für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt Infopath Rhein-Neckar. Ein Teilprojekt davon ist die Entwicklung einer persönlichen, einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte PEPA. Die PEPA ist eine einrichtungsübergreifende Patientenakte im Gesundheitswesen und wir arbeiten da mit einer Arbeitshypothese oder einem Modell, was erforscht, wie man damit umgehen kann, wenn Patienten die volle Macht über diese Akte haben und ihre informationelle Selbstbestimmung im Detail ausüben können. Da gibt es verschiedene Aspekte. Die Aspekte, können die Patienten das? Die Aspekte, tolerieren die Ärzte das? Die Aspekte, wie geht es technologisch? Und all diese Facetten werden im Rahmen des Forschungsprojektes betrachtet. Der Vortrag hat mir gezeigt, dass im Universitätsklinikum Heidelberg sehr intensiv darüber nachgedacht wird, wie Bürgerbeteiligung auch im Gesundheitswesen realisiert werden kann. Gleichzeitig habe ich aber auch erfahren, dass gesetzliche Grundlagen da sind, die grundsätzlich gegen die informationelle Selbstbestimmung und gegen die Privatheit des Einzelnen verstoßen. Da ist sicher eine Initiative aus der Bürgerschaft dringend notwendig.